Wir haben gestern Cover von der EAFC 24 gesehen. Da war der Haaland am Start. Und ich dachte mir, lass uns gleich mal den Haaland mal hier testen. Diese Feeling jetzt schon mitnehmen. Aber bevor wir starten, Jungs, alle sollen einfach mal liken. Wegen Algorithmus. Wir sind von Algorithmus komplett raus. Wenn ihr das Video seht, einfach mal die Daumen nach oben geben. Kommentiert ruhig auch. Ansonsten zu Gast haben wir... Freunde, was geht? Wunderschönes gut Kick in die Runde. Haaland, ja, ich sag ehrlich, gute Karte haben sich da ausgesucht. Ich finde besser als MAP, aber der soll wohl nicht drauf sein, weil der noch nicht safe bei PSG bleibt, ne? Ansonsten, Mike, mein Bruder, blende mal kurz Haalands Frisur, wie er gestern war. Der sah wie ein Tarzan aus, keine Ahnung, Solarium. Wie was? Tarzan? Tarzan, ja, keine Ahnung. Tarzan, ja, okay. Was auch richtig nice wäre, wenn alle mal die Daumen nach oben hier jetzt mal geben würden. Unter anderem checkt auf jeden Fall Max aus. Und, Jungs, er hat Geburtstag. Ja, wie alt bist du geworden jetzt? Ja, 24 mittlerweile. Wahnsinn. Jungs, wenn ihr günstige PSN-Karten haben wollt, unten in der Beschreibung ist Eneba verlinkt. Wenn ihr draufklickt, unterstützt ihr mich automatisch, Jungs. Unter anderem kriegt ihr die günstigsten PSN-Karten, Xbox Live-Karten, unter anderem auch Spiele. Auf der Eneba-Seite kriegt ihr momentan 100 Euro PSN für 85,70. Manchmal müsst ihr auch mal auf Instagram folgen, Jungs. Da kommen auch spontan Rabattcodes noch rein. Die 75er PSN-Guthaben kosten momentan 63 Euro. Wie ich auch vorhin gesagt habe, die besten und die günstigsten PSN-Karten finde ich bei Eneba. Ihr müsst nur unten in der Beschreibung reingehen, Jungs, und draufklicken. Ich habe ZOM rechts, also RZOM und Stürmer. Alles klar, machen wir die beiden dann mal rein auf ganz entspannte Rien, Leute. Wir fangen an mit einer Hero-Karte. Cole ist okay, ist super. Und dann vorne zum Sturm, Junge, eine Karte. Ähnlicher Player-Model wie Haaland, würde ich sagen. Thiago Silva, 92. Den konntest du da erst spielen im Season Pass. Ja, ich habe KDB und... Au! Oh, das ist alles okay. Ich habe KDB und Harry Maguire. So, also, was hast du bei mir aufgeschrieben? Rechten Mittelfeld und Stürmer ist das, glaube ich. Okay, alles klar. Und zwar, auf der rechten Seite, da habe ich einen SBC gemacht, aber nicht weiter gezockt. Und zwar, ich habe den Sterling 92er hier am Start. Und vor dem Sturm, ja, ich habe den Cantona letztes gezogen. Ich habe absolut keine Ahnung, was der kostet, aber ich habe Cantona hier am Start. Ja, ja, also ich bin hier, ach, lass uns gut sein. Leute, kannst du beide ganz entspannt spielen. Ja. Ich war meilenweit weg, wirklich meilen. Und richtig. So, Freunde, wir kommen jetzt zu zwei ZMs und einem LM. Ja, ich habe eigentlich auf alles auf eine Karte gesetzt. So rum. Okay, alles klar, dann schauen wir mal. Und zwar auf der linken Seite, den hast du never. Und zwar, ich habe auf der linken Seite einmal den Leao am Start. Ja, Freunde, jetzt KDB und Kante. Letztens hast du die beiden gesniped, jetzt möchte ich spielen. Ja, ich habe nur einen von beiden. KDB kannst du spielen, das ist ein bisschen belastend, aber Kante nicht. Kante, Grealish und Foden, muss ich aufschreiben. Ey, letztens konnte ich auch Kante nicht spielen. Mann, so, wolltest du einen Bronze-Keeper da? In die Mitte, ja, mach mal einen Bronze-Keeper dahin. Ich glaube, das ist mal ganz gut so. Ja, ja. Komm, ich halte mal hier rein. Besser ist es auch. Okay, dann gucke ich mal, wen hatte ich denn hier überhaupt? Ich überlege gerade, weil hier, genau, Bruno Guimarães wird mein erster ZM bzw. ZTM hier. Ist jetzt drin, genau. Dann ZM Numero Dos ist der gute Acuña. Der hat eine SPC jetzt gehabt und die Karte sieht überragend aus, muss ich sagen. Also sehr, sehr stark, vorhin als 6er so oder als 8er. Und dann deswegen muss der Perfect Link dazu sein mit dem Gomez. Ja, der ist auch okay. Ja, ich habe eine Ødegaard, Phillips und ich habe nur Bruno hier aufgeschrieben, aber das ist der Bruno Guimarães. Kann ich auch die beweisen? Ich habe hier auf Footprint sogar den getippt, aber Bruno Guimarães habe ich auf jeden Fall. Willst du auch einen Keeper ja, rein? Ja, klar, natürlich. Im Zentrum so, ja. Endlich, let's go. Die beiden Außenverteidiger, ich halte mal jetzt hier rein. Ja, also Rechtsverteidiger ist ein SBC, auch wieder eine ganz aktuelle, Leute, wie ihr es von mir gewohnt seid hier. Das wird einmal Sedilia von Freiburg, hat eine coole, gute, warum gehen hier gerade meine Lichter aus? Ich check das gerade, aber alles okay, also auf jeden Fall, der wird rechts. Sedilia heißt der und links ist es Camavinga. Ich habe James und Montiel aufgeschrieben. Sehr schön, Freunde. Yeah. Okay, Lichter ging auch gerade in dem Moment wieder an. Jetzt yeah. Wieder aus, perfekt. Jetzt yeah. Was passiert denn? Ich bin Geister hier unterwegs, oder ja, was? Ja, das ist wirklich. Ich schalte einfach rein, Mann. Alright, okay, let's go. Und so auf der rechten Seite haben wir einmal den Dumfries am Start. Ja, ich merke gerade, dass ich ein... Ach, ich bin so ein Dummkopf, ne? Eigentlich vorne sollte nicht der Cantona sein, sondern der Cruyff eigentlich bei mir. Ja. Ja, und auf der linken Seite habe ich den Theo Hernandez.
Theo, den darfst du rausmachen. Den darfst du rausmachen. Jetzt ärgere ich mich gerade ein bisschen, dass ich den Joker schon verbraten habe, oder? Warte mal, macht es einen riesen Unterschied eigentlich, wenn ich jetzt den Cantona hier nehme bei mir? Ja, macht nicht. Das passt. Okay, also Theo Hernandez hast du, ja? Ja, perfekt. Theo Hernandez habe ich und... Oh, ich habe bei Cancelo ein N vergessen. Perfekt. Ich habe Cancelo habe ich noch aufgeschrieben. Passt. Ja, passt schon. Passt schon. So, Freunde, wir kommen jetzt zu den letzten drei Spielern. Und ich sage euch ehrlich, ich glaube, hier ist noch einiges drin, aber Seiko hatte, glaube ich, 1000 oder 2000 Varianten, wie er es machen könnte. Also ich glaube, ich habe keinen, aber vielleicht hast du später von mir einen. Ja, ich habe in der Innenverteidigung erstmal Kimpembe am Start. Oh mein Gott, dann hätte ich sogar gedacht. Dann Ruben Dias und ich wollte mal jemanden testen tatsächlich und das ist einmal der Walker. Ja, nein, also kannst du alles spielen. Ich war Bundesliga und so, das kannst du hier. Perfekt. Kannst du spielen, offen spielen. Ich habe auch keine Ahnung, was du da gemacht hast, halt mal einfach rein. Ja, also ich hatte, Real Talk, ich hatte einige Varianten mit Franzosen. Ich habe ja schon drei Ligen, ne? Also hier mit Premier League, Premier League ist das Spanische und Bundesliga. Ich gehe aber noch eine vierte Liga. Jawohl. Und zwar mit einem Olivier Giroud, dann dazu der Perfect Link zum Maignan. Und dann, ich habe noch ein Icon frei, das wird natürlich dann standesgemäß Franzose, es wird Desailly. Genau, ich habe alle drei. Ich, Eder Militao, Fofana und Walker habe ich aufgeschrieben. Ja, also hättest du jetzt hier von einen gehabt, sage ich auch ehrlich, hätte ich Anzeige gestartet oder so. Ah, so, dann lade ich ein, dann starten wir. Carlitos, let's go. So, nach 30 Minuten können wir endlich spielen, let's go. Jeder hat ja 11 Millionen, ne? Ja. Sterling. Tempo, Sterling. Oh, das machst du gut, Sterling. Guck mal, Elfmeter, danke. Sehr schlau gemacht, sehr ehrlich. Das war gut, das war gut. Ja, das war echt gut. Aber es ist nur gelb zum Glück. Jetzt Erling, Herr. War ich doch gerochen, Leute. Der Manta braucht uns wieder. Einer. Ja. Hater würden sagen, es war Luck. Hater würden sagen, es war Luck. Und er steht richtig, Mann. Nein. Nicht so. Oh, zack. Thiago. Er ruft mich einfach um, perfekt. Nein! Ja? Ja, Samba. Und da klingelt's. Ding Dong. 1-1. Sehr gut. Ich glaube... Oh Gott. Also bitte. Torwart! Thiago, oh mein Gott, du hast den Torhüter schon rausgeholt. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab es nicht gesehen. Oh nein. Ah. Oh mein Gott. Haaland läuft. Haaland, du bist doch der beste Haaland. Also wenn ich da auch hingedrückt habe, Alter, ich muss so Delay hier drin haben. Oh nein. Oh ja, endlich ein bisschen Lacken. Jawohl, da bin ich schon nachher. Genau, ich habe es vorher schon gesehen, weil das war so schön. Und Haaland Dreierpack klippen können. Oh ja. Das ist Erling. Holland, Viererpack, der hat bisher alle Tore gemacht, nehmen wir, ne? Okay, alles klar, also meine Hintermannschaft, die steht da. Nein, komplett frei, oder was? Das ist doch der Wahnsinn, nein. Ja, du hast mich gerettet, ja. Egal, immerhin, ein Discard kommt. Ein Discard, schade. Okay, welche Form hast du denn nochmal? 4-4-2. Okay, ich gucke gerade Footbin nochmal durch. Dein Bester war schon Haaland, ne? Ja. Okay, Cantona hast du noch drin, oder? Ja. Okay, dann gehe ich mal mit dem linken ZM. Ich dachte, du sagst linke Innenverteidiger. Nee, ich würde linken Stürmer erst. Linker Stürmer, Cantona, linker ZM, Dumfries und links Innenverteidiger Haaland. Dumfries stoße ich gerne ab, mein Freund. Bitte! Also, Jungs und Mädels, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wäre echt korrekt und checkt auf jeden Fall Max aus und wir sind dann raus und ciao, ciao.